Alle 3,2 Sekunden erkrankt ein Mensch an Demenz. Durch die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung wird die Zahl demenzerkrankter Personen bis zum Jahr 2050 auf voraussichtlich über 3 Millionen in Deutschland ansteigen. Diese Entwicklung zeigt, dass zukunftsorientierte Lösungen nötig sind, um den Betroffenen zu einem Leben mit möglichst wenigen Einschränkungen zu verhelfen. Die Städtische Wohnungsbau GmbH gilt dabei als einer der Vorreiter auf dem Gebiet der demenzorientierten Wohnkonzepte. Wir beschäftigen uns schon seit 2002 mit dem Thema, haben aktuell rund 47% aller Mieter älter als 60. Ja, also fast die Hälfte. Und das ist natürlich Aufgabe für einen Vermieter, nicht da mit geschlossenen Augen durchzugehen, sondern man muss sich natürlich dann auch der Herausforderung stellen. Schon im Jahre 2006 haben wir damit angefangen, dass wir sogenannte Demenz-Wohngemeinschaften gegründet haben. Die erste in der Garbsener Straße 4. Es war ein Bestandgebäude mit einem Aufzug, sodass wir eben so eine Art oder eine Form betreutes Wohnung gegründet haben, wo die Mieter, die eben sich nicht mehr in der Lage sind, sich eben selbst zu versorgen, eben einziehen. So, diese Idee war ja ein Erfolg, sodass wir heute ein paar Wohngemeinschaften noch dazu gegründet haben. Ein sehr wichtiger Faktor bei der Planung dieser Wohnkonzepte ist die Bewahrung der Integrität bestehender Lebensgemeinschaften, sodass ein Demenzerkrankter nicht getrennt von seinen Angehörigen wohnen muss. Ich finde es ganz, ganz schlimm und eigentlich unmenschlich, dass man Ehepaare, die 40 oder 50 Jahre verheiratet sind, aufgrund einer Demenzerkrankung dann trennt. Der Kranke geht ins Pflegeheim oder eben in eine Wohngruppe und der gesunde Partner bleibt zu Hause und hat dann nur das Besuchsrecht. Das wollen wir durchbrechen. Und ich glaube, auch die Resonanz am Freitag mit unserem Schautag, die hat uns gezeigt, wir liegen vollkommen richtig. Es war für uns erschlagend, wie viele Interessenten, wie viel Neugier gekommen sind. Im Wohnprojekt Demenz Service Zentrum der Städtischen Wohnungsbau GmbH leben um die 24 Bewohner auf 2 Etagen mit Gemeinschaftsküchen und gemeinsamen Aufenthaltsräumen. So wird den Menschen eine soziale Interaktion ermöglicht, welche zum Beispiel auch psychischen Erkrankungen wie Depressionen vorbeugen kann. Da diese Wohnform ein betreutes Wohnen ist, ist Wert darauf gelegt, dass eben eine 24 Stunden Betreuung gibt. Also wir haben eben Betreuungsvereine, mit denen wir eben Kooperationsverträge haben, sodass die ganze Zeit jemand vor Ort ist. Mit innovativen Lösungen im Bereich der altersgerechten Wohnformen steht die Städtische Wohnungsbau GmbH als starker Partner den Menschen zur Seite, die Hilfe benötigen. Oft berät sie dabei die Angehörigen. Die sich einfach nach alternativen Wohnformen auch umschauen, umhorchen, wo kann ich Hilfe finden? Und da sind wir dann, stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Also sowohl, dass ich die Bürgerstiftung in Anspruch nehmen kann, die Beratungsstelle, die sich ja auch auf Demenz spezialisiert hat, als auch natürlich unsere Wohnformen, unsere Alternativen anbieten kann, unsere Demenzwohngemeinschaften. Seit dem 1. Oktober 2015 erhöht nun dieser Neubau die Vielfalt an alternativen Wohnformen in Schönebeck. Die Städtische Wohnungsbau GmbH arbeitete für dieses Projekt mit der Bürgerstiftung Salzland, den Akteuren des Netzwerkes Demenz und mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Schönebeck e.V. zusammen, um ein ganzheitliches Konzept zu schaffen.